Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik, die Gleichstrommaschine, aber eigentlich reden wir schon lange über irgendwelche Stromrichterschaltungen. Das letzte Mal haben wir gesprochen über die B2-Schaltung, eine Brückenschaltung, die erste Brückenschaltung, über die wir gesprochen haben, die war für einphasige Systeme. Heute reden wir über die B6-Schaltung, ist praktisch das gleiche wie die B2-Schaltung, nur eben für Drehstromsysteme. Entwickelt wird diese Schaltung praktisch genau aus der Brückenschaltung, wie sie auch bei Einphasensystemen ist. Ich zeichne da jetzt das auf. Ja. Also hier haben wir ein Ventil, hier haben wir ein zweites Ventil. Ja. Die verbinden wir miteinander so, zack. Da hinten haben wir irgendwo unseren Motor als Last. Ja. Zeichnen wir das so ein. Dann haben wir da eine zweite Linie gehabt. Jetzt ist praktisch das. Ja. Und jetzt habe ich noch eine dritte Phase. Jetzt füge ich das da dazu. Ganz genau so. Und jetzt bin ich fertig. Okay. Das ist die B6-Schaltung. Das ist die B6-Schaltung. So sieht die aus. Also ich habe hier die drei Schwingungen. Ja, U1, U2, U3. So wie immer eingezeichnet. Jetzt überlegen wir sie. Was habe ich denn hier auf dieser Seite? Ja, da. Also auf der einen Seite vom Motor. Das auch schon. Hey, das schaut aus wie die M3-Schaltung. Also hier haben wir die größte Spannung, die ich habe. Also genau so. Diese Bergau habe ich hier. Das ist das Potenzial, das ich auf der grünen Seite habe. Also immer die größte Spannung von diesen dreien. Und schauen wir das an. Was habe ich denn hier? Was habe ich denn auf dieser Seite hier? Wenn wir das anschauen. Welche Diode wird leiten? Die da das negativste Potenzial hat. Also da habe ich praktisch immer die negativste Seite. Also genau da. Da unten habe ich praktisch das. Das ist das Potenzial, was ich hier auf dieser Seite habe. Interessant, ha? Und was sieht der Motor? Der Motor sieht die Potentialdifferenz zwischen der grünen und der orangenen Spannung, ja, Potential. Und diese Spannung sieht der Motor, das heißt, die da. Ja? Und wenn man das jetzt einzeichnet, ja? Zack, oder rum irgendwo, okay. Die da, oder unten irgendwo. Ja, also wir haben offensichtlich eine Differenz, ja, und jetzt möchte ich das einfach einzeichnen, wie das so aussieht. Nämlich interessant sind immer dort, wo umgeschaltet wird praktisch, wo in den Ventil sich die Stellung ändert, deswegen zeichne ich das da so ein. Ja. Ich möchte nämlich nachher noch kurz einzeichnen, wie denn das aussieht. Also so haben wir das. So würde das aussehen. Und wie schaut die Spannung aus, die sich da bildet? Wenn wir das ausrechnen, jeden Punkt, dann sind das immer so Bergerl da oben. So schaut das aus. Ja? Also das ist diese Spannung da, die UDI am Motor. Na, das hat er nur mehr sehr wenig Rippel. Gell? Nur mehr sehr wenig Änderung. Das geht schon ziemlich gut. Die Ventile schalten zwar ganz wild, weil einmal rinnt so und einmal über den und einmal den und so weiter. Jedes Mal, wenn das praktisch so ein Punkt da ist, hat ein Ventil irgendwo umgeschaltet. Aber hallo, elektronische Ventile, das stört uns doch nicht.
Und wie ist das eigentlich? Kann ich das steuern auch? Da so? Durchs Toren? Ja, kann ich. Und zwar geht es dann immer da weg, von da zum Beispiel. Da haben wir einen Steuerwinkel. Alpha. Und hier haben wir den gleichen Steuerwinkel da unten. Das ist der gleiche Alpha. Und dann geht die Sache halt nicht da nach oben, sondern hier nach unten und springt da rauf. Okay? Und da geht es da nach oben und springt da oben. Aber der Motor sieht natürlich weiterhin die Differenz. Das heißt, diese Spannung wird hier nach unten gehen und dann hier nach oben springen. Also hier praktisch geht es ja nach unten und hier beim Alpha springt es wieder nach oben. Ja? Und hier wird es ebenfalls weiter sinken. Und hier beim Alpha wird es wieder nach oben springen. Also so schaut das aus. Ja. Da rühmt es eigentlich gar nicht ein, weil das wird ein bisschen kompliziert. Ja. Aber so würde das praktisch ausschauen. Und wir sehen schon, wir können die Mittelwert der Spannung mit dem Alpha ja wieder verstellen. Ja. Wie das jetzt genau aussieht, das werden wir uns im Computer anschauen. Ja. Ich habe da wieder ein Spreadsheet, weil das da aufzeichnen. Das wird ein bisschen. Ja. Oh, schaut mal am Computer. So, also am Computer habe ich wieder ein Spreadsheet gebastelt, ein Excel-Sheet. Ich habe hier verschiedenste Sachen eingezeichnet, also wir haben wieder das U1, U2, U3, so wie hier. Ich habe auch immer die maximale und die minimale Spannung eingezeichnet mit diesen fetten blauen Linien hier, gell? Also so wie ich es gemacht habe. Und die resultierende Spannung da oben. Und da sehen wir, so schaut das aus. Das sind übrigens wieder 230 Volt. Und sehen wir, da sind wir fast bei 600 Volt oben da irgendwo, beim Mittelwert. Geht schon was. Okay? Geht schon was. Und was passiert jetzt, wenn ich das Alpha ändere? 10. Ja? Dann sehen wir hier diese beiden Dinge und wir sehen, aha, passt. Ja? Also wir kommen hier weiter nach unten praktisch mit dem Mittelwert der Spannung. Ja? 20, 30, 40, schön, wir kommen immer weiter nach unten. Die Sachen schauen entsprechend kompliziert aus, aber man kann sich, denke ich, vorstellen, sehe ich 50, 60, ja, 70, wir sinken jetzt schon langsam, 80, jetzt schauen wir, was bei 90 ist, ob wir hier wieder, und wieder haben wir bei 90 den Fall, dass wir praktisch gleich sind, oben und unten, gell? Bis hierhin war es Gleichrichterbetrieb und hier ab 100, jetzt sagt man schon in die andere Richtung, immer wieder Wechselrichterbetrieb, also genauso wie bei der anderen gesteuerten Schaltung wieder bei 90 Grad, also bei der M3 Schaltung war das, gell? Haben wir es auch so gehabt. Ja? 110, 120 und jetzt geht es ins Negative gemütlich rein. Wir sehen 150, da schaut schon relativ wild aus, gell? Weil natürlich die Minimale ist jetzt oben und die Maximale ist unten. Und wieder haben wir bei 150 so ein bisschen ein Wechselrichterkipp, nämlich da dieser Übergang und so weiter, das funktioniert wieder nicht. Das heißt, wir begrenzen das wieder eigentlich bei 160. Wenn wir das Verhalten der Thyristoren nicht hätten, könnten wir rein theoretisch bis 180 Grad runterfahren und dann haben wir halt die minimale Ausgangsspannung. Ja, und die ist praktisch genau das gleiche wie die maximale Ausgangsspannung, nur in die andere Richtung. Also das mit dem Alpha und mit dem Zündwinkel und mit dem Cosinus Alpha und so weiter, UDI, diese Formel, das bleibt komplett gleich. Ja. Also was wir hier am Ausgang haben an und für sich, ja, das ist die sechsfache Frequenz. Das heißt, selbst hier, das ist sechsfache Frequenz wie die normalerweise 50 Hertz. Und da muss man sagen, okay, hier ist sechsfache Frequenz. Jetzt wird wahrscheinlich der Strom relativ gut geklettet durch die Induktivität des Motors. Also da, der Strom, der ja eigentlich das Moment verursacht, ja, und die Durchflut und den Fluss und so weiter, der wird relativ konstant sein, weil eben das so hochfrequent ist, dass das die Induktivität der Spule oder des Motors glatt bügelt. Ja. Das heißt, jeder dieser Ventile wird eben zu einem Sechstel, für ein Sechstel der Zeit, irgendwie den Strom führen. Ja.
Und so funktioniert das. So funktioniert das. Okay. Jedes Ventilpaar führt zu einem Sechsel. Ja, also B6-Schaltung, Vollbrückengleichrichtung, ja, oder Wechselrichter. Das nächste Mal sprechen wir nämlich über einen 4-Quadranten-Betrieb. Okay. Was das bedeutet. Was sind die Quadranten? Das werden wir das nächste Mal hören. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.